unsere Truppe sind vom Norden her im Vormarsch durch das Valle Masone. Vorhutkompanie stoßt an den Steilufern von der Bianchina auf feindliche Kräfte. Der Widerstand kann nicht überwunden werden. Darum wird unser Grenadierzug eingesetzt. Unsere Patrouille meldet, dass alle Brücken nördlich und östlich vom Punkt 165 gesprengt sind. Wir überkommen den Auftrag, in der Schlucht bei Ponte Rosso einen Brückenkopf zu bilden. Der Find hat sich am Steilhang von der rechten Talseite mit leichten und schweren Maschinengewehren festgesetzt und einzelne Patrouillen bereits auf äußeres Ufer vortrieben. Der Grenadiertrupp Meier säubert das Stähli da am Flusslauf nach, überwindet den Widerstand unter allen Umständen und überquert die Bianchina auf improvisiertem Steg. Folgt mit 50 Meter Abstand mit vorbereiteten Flossen aus Zelteinheiten bis zu dem Felskopf, seilt da ab und setzt über den Fluss. Der Flammtrupp Hug rückt zwischen den Trupps Meier und Ziegler vor. Er übernimmt die Sicherung von diesen beiden Grenadiergruppen. Gruppe Rot übernimmt den Führschutz von dem ganzen Unternehmen vom Grat aus am Flusslauf nach. Gruppe Städtler übernimmt den Führschutz von dem überhöhten Punkt aus mit seinen schweren Waffen. Das Unternehmen beginnt auf Leuchtraketensignal. Ausrüsten!
Thank you.